Erstmal ganz herzlichen Dank, dass ich hier dabei sein darf. Ich bin beeindruckt von den Anstrengungen und auch den Erfolgen, die da in den letzten 10 Jahren erzielt worden sind, die Anke hier sehr eindrücklich präsentiert hat. Und ja, wirklich freue mich sehr, dass es auf ihr so großes Interesse stößt, diese Veranstaltung. Ich möchte heute etwas sagen zum Thema Bodytuning, Muskeln mit Nebenwirkungen. Genau, man kann es auch Bodybuilding nennen, aber gerade bei den Frauen trifft das im Zusammenhang mit Anabolika-Konsum eben nicht ganz zu. Ich komme noch darauf zurück. Zuerst mal, was sind überhaupt Anabolika? Die Präsentation wird sich ja um das Thema Anabolika drehen. Anabolika sind Steroidhormone. Das bekannteste davon ist Testosteron. Und das sind im Prinzip, ist das Testosteron, das da eingenommen wird, oder Substanzen, die dem männlichen Sexualhormon Testosteron nachempfunden sind, chemisch quasi verändert wurden, aber eigentlich das Testosteron imitieren, so ganz grob gesagt. Und die sorgen halt für eine anabole Stoffwechsellage. Was das heißt, sehen wir hier. Nee, komme ich später noch darauf zurück, genau. Also Anabolika sind so die Hauptgruppe. Es werden auch noch andere Medikamente verwendet, um den Muskelaufbau zu beschleunigen. Aber Anabolika sind diejenigen, die da am häufigsten verwendet werden. Und deshalb, um das auch ein bisschen überschaubar zu halten, ich habe ja nur 20 Minuten Zeit, widme ich mich da den sogenannten AAS. Das heißt, das ist die Abkürzung für anabole androgene Steroide. Das ist der Fachterminus für Anabolika. Ja, wieso wird das eingenommen? Was ist die erwünschte Wirkung? Also eben Anabol bedeutet muskelaufbauend, und zwar begünstigt das die Einbindung von Eiweißen in die Muskulatur, und das lässt halt die Muskulatur dann deutlich schneller wachsen, wenn dazu noch entsprechend trainiert wird. Androgen bedeutet, dass die männlichen Geschlechtsmerkmale ausgebildet werden. Und das führt dann eben dazu, dass die Muskelmasse vergrößert wird. Und das kann wirklich innerhalb von wenigen Wochen, also von 6 bis 8 Wochen, kann da ein Kraftzuwachs von 20% verzeichnet werden. Klar ist das unterschiedlich. Jeder Mensch reagiert ein bisschen unterschiedlich, aber so übergeordnet, einfach, dass man da eine Vorstellung bekommt. Und das sind Gewichtszunahmen von 2, 3 Kilos innerhalb von wenigen Wochen sind da durchaus realistisch. Und das ist natürlich sehr attraktiv für gerade junge Männer, die da möglichst schnell den gängigen Fitness- und Filmidolen, ich komme noch darauf zurück, nacheifern wollen. Zusätzlich führen Anabolika dazu, dass der Fettgehalt im Körper reduziert wird. Also das führt natürlich dann dazu, dass man die Muskulatur auch noch besser sieht, weil wir haben ja alle eine gewisse Fettschicht unter der Haut zwischen Muskulatur und Haut. Und wenn diese Fettschicht reduziert wird, dann drückt die Muskulatur da optisch sehr viel stärker durch. Das führt dann eben zu diesen muskulösen und, wie das in der Szene heißt, zu diesen Linen. Also Lean heißt quasi einen geringen Fettgehalt, zu diesen muskulösen Körpern, die dann eben quasi fast kein Gramm Fett mehr erkennbar ist. Zusätzlich führen sie zu einer Vergrößerung der Leistungsfähigkeit, die Anabolika. Hier ist vor allem die Leistungsfähigkeit im Kraftbereich gemeint. Das hat unter anderem damit zu tun, dass die Bildung von den roten Blutkörperchen, die ja den Sauerstoff in die Muskulatur transportieren, die wird angekurbelt durch die Anabolika. Das heißt, die Muskulatur kriegt erstmal durch eine höhere Konzentration an Blutkörperchen mehr Sauerstoff zugeführt, kann mehr Leistung erbringen. Wenn man sich ein bisschen anschaut, wie das überhaupt sich entwickelt hat mit den Anabolika, dann sehen wir, dass da in den 30er Jahren das erste Mal synthetisch hergestellt wurde. Ich glaube sogar, das war in Deutschland.
In den 50er Jahren ist es dann erstmals aufgetaucht im leistungsorientierten Sport. Also wirklich so die, wir unterscheiden ja zwischen Doping und Medikamentenmissbrauch in der Präventionsarbeit. Also mit Doping ist eigentlich gemeint im leistungsorientierten Sport, wo es wirklich um Wettkämpfe geht, um ja, genau. Und im Breitensport, wo es eigentlich nur um die oder hauptsächlich um die eigene Körperoptimierung geht, wo man das einfach für sich macht oder für das Umfeld, da sprechen wir dann eigentlich eher vom Medikamentenmissbrauch, wenn wir von Anabolika sprechen. In den 70er Jahren hat dann so ein starker Boom angefangen im Bodybuilding-Sport, Kraftsport. Das hat das ein bisschen das Golden Age of Bodybuilding wurde da eingeläutet. Arnold Schwarzenegger hat sich in dieser Zeit entwickelt, zum Beispiel. Sicher der berühmteste Protagonist aus dieser Szene. Und mittlerweile schätzt man, dass rund 80% aller Leute, die Anabolika anwenden, eben keine Leistungssportlerinnen und Sportler sind, sondern eben so Freizeitsportler. Schon sehr intensive Freizeitsportler, aber eben die das nicht quasi berufsmäßig ausüben. Und da wird natürlich dann auch die Relevanz aus einer Public Health Perspektive sichtbar. Wenn wir uns ein bisschen anschauen, wie sich das im deutschsprachigen Raum verbreitet hat, oder wie verbreitet das ist, muss man erstmal sagen, dass die Evidenzlage relativ dünn und teils auch ziemlich widersprüchlich ist. Ich habe mich da ein bisschen durch die Literatur durchgekämpft und versucht, ein paar Kennzahlen rauszunehmen, die mich relativ realistisch dünken. Es gibt eine Untersuchung von Striegel, auch schon ein paar Jahre her. Die kam auf 13, der hat Fitnessstudio-Besucherinnen und Besucher befragt und der kam auf eine Gesamtrate von 13%. Wenn man aber nur die Männer anschaut, dann kommen wir auf fast 20%, die sagen, ich habe schon mal Anabolika eingenommen. Eine Untersuchung von Kleber kommt auch irgendwo zwischen 13 und 16%. Dann gibt es eine Untersuchung von Raschka, der auch eine Untersuchung gemacht hat. Der kam auf ähnliche Zahlen wie Kleber, aber als er dann quasi nur die kommerziellen Fitnessstudios rausgefiltert hat aus seiner Untersuchung, also die ganzen Hochschulsporteinrichtungen so weggelassen hat, dann kam er sogar auf 23%. In der Schweiz gibt es eine Befragung von den Rekruten. In der Schweiz ist ja der Militärdienst ist immer noch obligatorisch. Das heißt, solange man sich da nicht dispensieren lässt, kommt man zwangsläufig mit der Armee in Kontakt und als männlicher junger Mann und wird dann quasi eingezogen zu den Rekruten. Und da gibt es eine Befragung standardmäßig, wo man ganz viele Kreuzchen machen muss. Und was man dann schon so alles konsumiert, ist natürlich die Frage, wie ehrlich da die Leute sind. Das haben wir bei all diesen Selbstangaben. Da gab es einmal eine Frage, wo man den Anabolika-Konsum reingenommen hat. Da gaben 0,5% haben da zugegeben, dass sie das schon mal konsumiert haben. Die sind so zwischen 18 und 19 Jahre alt, diese Männer in der Regel. Ist aber nicht repräsentativ, also aus verschiedenen Gründen. Aber so ein bisschen irgendwie da ist es, aber. Boah. Und großmehrheitlich, wenn man sich die Geschlechterverteilung anschaut, das überrascht wenig, dann sind das Männer. Die Schätzungen gehen davon aus, dass rund 90% der Anabolika-Konsumentinnen und Konsumenten Männer sind. Aber es gibt Hinweise darauf, dass es bei den Frauen eine starke Zunahme gegeben hat. Gerade in den letzten paar Jahren wird von Experten von einer Verdoppelung angenommen, ausgegangen. Der Rate. Und da ist ein bisschen diese Strong is the new skinny. Also wenn wir uns die Schönheitsideale in den 90er Jahren vergegenwärtigen, wo diese extrem dünnen Modelle auf den Laufstegen waren oder wo das so das Nonplusultra des Schönheitsideals das transportiert wurde über die Medien, das da gegolten hat. Wenn man sich jetzt so heute in den Social Media Kanälen rumschaut, vor allem auf Instagram und so, dann sieht man ganz viele junge Frauen, die ihren trainierten Körper da zur Schau stellen. Durchaus dann auch mal die Bauchmuskulatur sichtbar wird und definierte Oberärme und so. Also Strong is the New Skin ist damit gemeint, dass das Schönheitsideal sich da anscheinend auch verschiebt
in Richtung eines trainierten Körpers, auch für Frauen, jetzt nicht Bodybuilding-mäßig, aber schon so fit und durchaus mit sichtbarer Muskulatur. Und da ist halt Anabolika für einen Teil der Frauen auch attraktiv, weil es, wie gesagt, den Fettgehalt halt auch stark reduziert. Wir wissen, dass der weibliche Körper ja einen höheren Fettanteil hat, also da braucht es mehr, bis die Muskulatur dann sichtbar wird, dass das da dann auch konsumiert wird, um diesem Schönheitsideal nahe zu kommen. Aber wichtig ist, dass wir jetzt nicht Frauenkörper im Kopf haben, die da quasi Bodybuilding-mäßig dann auf der Bühne stehen. Gibt verschiedene Nebenwirkungen bei diesen Anabolika, deshalb macht uns das ja auch große Sorgen. Eines ist der Bluthochdruck, diese Anabolika, die wirken sich relativ ungünstig auf die Blutgefäße aus, also Atherosklerose, also eine Verdickung der Blutgefäße durch erhöhte Ablagerungen an den Blutgefäßwänden durch Fette, was unter anderem dann auch zu Infarkten führen kann. Es führt auch dazu, dass der Herzmuskel ebenfalls anwächst, aber leider werden die Blutgefäße nicht entsprechend größer, die den Herzmuskel versorgen. Und das kann dann zu einer Unterversorgung mit Sauerstoff des Herzmuskels führen, was dann eben Herzinfarkte, Myokardialinfarkte bekommen oder auch Schlaganfälle. Schlaganfälle vor allem auch, weil Anabolika die Blutgerinnung fördern, also die roten Blutplättchen, die vermehren sich ja, die verklumpen dann auch schneller und das kann zu Thrombosen etc. führen, was dann eben zu Schlaganfällen oder zu Infarkten führen kann. Dann sind Anabolika eigentlich hoch lebertoxisch, gerade wenn sie oral eingenommen werden. Deshalb spritzen auch ganz viele Leute das, weil Spritzen weniger Leber schädigt. Ich habe das am Anfang, als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, habe ich nie verstanden, wieso spritzen sich die Leute das, wenn man das auch oral einnehmen kann. Und das ist der Grund, dass eben das Spritzen weniger leberschädigend ist. Dann natürlich Sehnenschäden, weil die Muskulatur viel zu schnell wächst und die Sehnen, der ganze Bewegungsapparat da eigentlich gar nicht mitkommt mit der Belastung, die dann noch mit dem Extremkrafttraining dazu kommt. Zum Teil die Haut auf, weil die Muskulatur so schnell anwächst, dass die Haut gar nicht nachkommt, damit sich zu dehnen. Wir kennen das Phänomen von den Schwangerschaftsstreifen zum Beispiel bei den Frauen. Das gibt es dann bei den Männern, die das konsumieren. Eher so im Schulterbereich ist das ganz typisch, dass es da so Vernarbungen gibt, die eigentlich vom Bild her an Schwangerschaftsvernarbungen erinnern. Die Libido wird stark beeinflusst. Das ist auch unterschiedlich, aber so ein bisschen übergreifend kann man sagen, dass während die Anabolika werden in der Regel ja nicht permanent eingenommen, sondern um die Nebenwirkungen eben ein bisschen zu reduzieren, versucht man die dann in Zyklen zu nehmen. Dann gibt es Phasen von typischerweise 6 bis 15 Wochen, wo das quasi eingenommen wird und dann gibt es eine Phase, wo das weggelassen wird. Und die Leute, die bezeichnen das als On-Phase. Also ich bin on, wenn ich Anabolika nehme gerade und wenn ich quasi eine Pause mache, bin ich off. Also On- und Off-Phasen. Einfach das so als Fun Fact quasi. Und die Libido steigert sich in der Regel stark während der On-Phase, weil der männliche Körper mit Testosteron überflutet wird, dass die Libido da stark gesteigert wird. Und entsprechend, wenn man in die Off-Phase geht, das Anabolika weglässt, dann ist der Körper so überflutet mit Testosteron, dass der die eigene Produktion eigentlich sehr stark runterfährt und man dann als Mann in einem sehr starken Testosterondefizit ist. Was unter anderem auch sehr starke psychische Auswirkungen haben kann, aber eben unter anderem halt auch dann die Libido, die dann nicht mehr so funktioniert, wie das die Leute gerne hätten. Zusätzlich vermindert es die Fruchtbarkeit und das Hodenschrumpfen, also die Verkleinerung der Hoden, ist auch so ein typisches Phänomen, eine typische Nebenwirkung. Dann die Gynäkomastie, das ist das Brustwachstum, das heißt, es sind entwickeln. Ich will jetzt da nicht auf die physischen Prozesse eingehen, wieso das passiert, aber die Männer entwickeln dann eigentlich Brüste, die der weiblichen Brust dann sehr ähnlich sehen. Und das ist auch nicht mehr rückgängig machbar. Das kann man nur noch operativ dann wieder ändern, wenn das mal da ist.
Es gibt eine Studie, die ist schon ziemlich alt, aber die hat klinisch untersucht, Anabolika-Konsumenten, die kam zu Ergebnis, dass 88% der Konsumierenden mindestens ein Symptom aufweisen. Also es ist nicht, was das einfach so ab und zu passiert, sondern es ist die Regel, diese Nebenwirkung. Genau, veränderte Blutfettwerte, Aknebildung ganz typisch, gerade auch so im Schulter-, Rücken-, Nackenbereich ganz starke Aknebildung, Haarausfall, kognitive Defizite und gerade bei Frauen Störung des Menstruationszykluses, Vertiefung der Stimmlage ist auch nicht mehr umkehrbar, die Vertiefung der Stimmlage, also wenn man dann mal wieder aufhört, das bleibt. Vergrößerung der Klitoris und auch Unfruchtbarkeit. Bei der Unfruchtbarkeit wird auch diskutiert, dass das bei den Frauen möglicherweise permanent sein könnte. Es gibt aber auch psychische Nebenwirkungen. Es gibt eine spannende italienische Forscherin, die das ziemlich aufwendig untersucht hat. Stimmungs- und Angststörungen, die da häufig auftreten, rücksichtsloses und aggressives Verhalten. In der Szene ist das als Roid Rage bekannt. Also Roid ist die Abkürzung für Steroids und Rage ist das englische Wort für Rage. Und das ist ganz typisch eben, dass man dann erhöhte Aggressivität aufweist. Es gibt auch eine Untersuchung, die gezeigt hat, dass Leute, die Anabolika konsumieren, 8-mal größeres Risiko haben, im Gefängnis zu landen. Psychotische Störungen können sein, diverse Verhaltensstörungen, Essstörungen, komme ich später vielleicht, wenn mir die Zeit reicht, noch dazu. Und auch Suizidrate ist deutlich höher bei Anabolika-Konsumenten. Es gibt einen berühmten amerikanischen Forscher, der sagt, dass ungefähr 30% der regelmäßigen Anabolika-Konsumenten, dass die eine Abhängigkeit aufweisen. Und dass die Mechanismen im Gehirn eigentlich vergleichbar sind mit den Suchterkrankungen, die im Zusammenhang mit anderen Substanzen wie Heroin, Kokain etc. stehen. Aber es gibt noch eine dünne Evidenzlage und die Kausalität zu diesen Nebenwirkungen, gerade im psychischen Bereich, die ist teilweise noch nicht ganz klar. Das einfach als Hinweis, also in den DSM-5-Kriterien, also der amerikanisch-psychiatrischen diagnostischen Kriterien, da ist eine AAS-Abhängigkeit ist da aufgeführt. Im ICD-10, also im International Classification of Diseases, dem Pendant quasi, dass Sie sich alle kennen dürften, ist das noch nicht aufgeführt. Aber da gibt es dann auch verschiedene Kriterien, da gehe ich jetzt nicht drauf ein aus Zeitgründen, aber das können Sie dann in der Präsentation, die Sie ja sicher im Nachgang bekommen, können Sie sich das dann noch anschauen. Ja, Problem ist eben auch, dass diese Substanzen illegal sind. Ich habe mich noch versucht, schlau zu machen. In Deutschland scheint die Gesetzeslage ähnlich zu sein wie in der Schweiz. Es ist eigentlich alles verboten, bis auf den Konsum. Also Herstellung, Handel, Weitergabe etc. ist alles verboten außerhalb der medizinischen Anwendung. Das führt natürlich dazu, dass man nicht weiß, wie das Zeug hergestellt wird, was drin ist. Oft sind Verunreinigungen da. Und die Dosierungsempfehlungen sind natürlich komplett willkürlich und in der Regel sind die um das Zehnfache. Also es hat eine Umfrage gegeben bei Anabolika-Konsumenten, wie viel sie denn so pro Woche konsumieren. Da sind wir dann bei Raten, die im Vergleich zum medizinischen Gebrauch bei Leuten, die wirklich mit Testosteron behandelt werden müssen, weil sie medizinische Gründe dafür aufweisen, da sind wir bei Dosierungen, die locker 10-mal so hoch sind. Und da müssen wir uns dann auch nicht wundern, wieso dass es da so starke Nebenwirkungen gibt. Die Internetseiten sind voll mit ganz komischen Informationen und irreführenden Angaben. Ich sehe gerade, die Zeit rennt mir ein bisschen davon. Ich habe schon 20 Minuten. Ich möchte eigentlich in 5 Minuten aufhören, damit wir noch ein bisschen Zeit für Fragen haben. Das ist ein ganz berühmtes Buch. Das ist ungefähr gefühlte 10 Kilo schwer, das Buch. Das heißt Anabole Steroide und ist ein bisschen die Bibel von vielen Anabolika-Konsumenten. Da wird mehr oder weniger alle Anabolika-Präparate, die da rumschwirren, werden da aufgeführt. Sieht auch ein bisschen aus wie ein Warenhauskatalog mit diversen Dosierungsempfehlungen und gibt so ein bisschen ein Bild von Kontrolle und verantwortungsbewusstem Konsum, ist aber überhaupt nicht der Fall. Der Herr, der da hinter diesem Synonym steht, hat in Deutschland auch eine Gerichtsverhandlung wegen selber
ich glaube, in Umlauf bringen von solchen Präparaten und so. Also das ist ganz eine dubiose Geschichte, aber das Buch ist ganz bekannt in der Szene, einfach, dass Sie das mal gesehen und gehört haben. Ja, wieso wird das genommen? Ich bin ja Soziologe und versuche da ein bisschen die soziologischen Erklärungsansätze für den Konsum auch zu beleuchten. Seien es sicher der kulturelle Wandel, die Körperkultur hat sich stark gewandelt. Ich sage nachher noch was dazu. Wir haben eine Bilderflut über die sozialen Medien von optimierten, schönen Körpern, von glücklichen Leuten, die ihr Leben fest im Griff haben, ganz viele Followers haben und das provoziert natürlich Nachahmen. Wenn man sich so ein bisschen das Film-, Musik- und Modegeschäft anschaut und dann ein bisschen die Models und die Stars vergleicht, wie die früher ausgesehen haben, wie sie jetzt ausgesehen haben, dann gehört so ein muskulöser, durchtrainierter Körper, gehört heute einfach echt dazu. Also wenn Sie sich zum Beispiel den Justin Bieber mal anschauen, der war als ein Teenie-Star, ein junges Bübchen, als er bekannt geworden ist, wie der heute aussieht, der ist auch wirklich sehr stark durchtrainiert mit Sixpack etc. Das war in den 80er, 90er Jahren war das noch nicht so. Es gibt wirklich eine Normierung dieser Bilder im Internet, des Films, auf den Hochglanzmagazinen, Fitnessstudios sprießen aus dem Boden und die Veränderung der Wahrnehmung eines perfekten Körperideals, die hat sich stark verändert. Das führt auch dazu, dass es so verzerrte Körperbildnormen gibt durch diese Omnipräsenz, die den Anspruch an die eigene Körperlichkeit, natürlich gerade von jungen Menschen, die noch in der Selbstfindungsphase sind, sehr stark beeinflussen. Und der Körper wird zunehmend auch zu einem Objekt, das es zu gestalten gilt. Entschuldigung, bin ich da vorgesprungen, das bearbeitet und optimiert werden kann. Ich möchte Ihnen da das noch ein bisschen veranschaulichen. Ich nehme da James Bond, großes Sexsymbol in den 60er, 70er Jahren, Sean Connery. Da ein Bild aus dem Film Liebesgrüße aus Moskau. Schauen Sie sich da den Körper an von Sean Connery. Sean Connery war unter anderem auch Bodybuilder früher, hat wirklich da als Sexsymbol gegolten. Und wenn wir uns jetzt James Bond 2006 anschauen, dann sieht das schon ein bisschen anders aus. Und ich bin ziemlich sicher, dass die Kinokassen deutlich weniger geklingelt hätten, wenn Daniel Craig, den wir hier sehen im Casino Royale-Film, so ausgesehen hätte. Noch krasser ist es, wenn wir das bei Baywatch anschauen. Eine sehr erfolgreiche Serie aus den 80er, 90er Jahren. Hier haben wir David Hasselhoff, ein sehr stark durchtrainierter Körper da schon. Dann hat es ein Remake gegeben in den frühen 10er Jahren mit Dwayne The Rock Johnson und das sieht dann so aus. Genau. Also die Bilder, die beeinflussen halt ganz stark die Jugendlichen auch. Wir können das auch in einer Erhebung aus der Schweiz zeigen. 43% der Jugendlichen, die da befragt wurden, die sagen selber, dass sie sich erheblich durch Bilder in den Medien in ihrem Körpergefühl beeinflusst sehen. Also die nehmen das sogar selber wahr. Und hat auch Einfluss auf die psychische Gesundheit und auf ein gesundes Körperbild. Da gehe ich jetzt aus Zeitgründen nicht mehr drauf ein, aber wir sehen das da auch noch ein bisschen aufgedröselt. Das können Sie sich im Nachhinein dann noch anschauen, wenn Sie möchten. Und hier sehen wir, dass parallel dazu die Zufriedenheit mit dem Körpergewicht eigentlich über die Jahre stetig abgenommen hat. Interessanterweise eben auch bei den Jungs. Und bei den Jungs ist halt der Wunsch nach Muskulatur ist da ganz stark vorherrschend. Also fast 3/4 aller Jungs zwischen 13 und 17 möchten mehr Muskeln haben. Ja, und die Hälfte sagt, ein bisschen mehr wäre cool. 30% sagt, ja, ich will viel mehr Muskeln haben. Körpergewicht sind sie relativ zufrieden, aber eben Muskelmasse fühlen sich eigentlich alle zu wenig muskulös. Und wenn man dann fragt, ja, wie machst du denn, also was hast denn du für Strategien, um die Muskelmasse zu erhöhen, dann sagen sie, ja, also die Hälfte sagt, ich mache nichts dafür, ich hätte einfach gern mehr. Und die andere Hälfte sagt, ich mache was dafür. Und zwar gehen da 90% machen Sport. Ein Viertel schaut auf die Kalorien. 13% nimmt bereits Nahrungsergänzungsmittel. Das sind 13- bis 17-Jährige, muss man sich bewusst sein. 1% nimmt Kreatin und 4% nehmen Anabolika. Also die Zahl hat mich echt von den Socken gehauen.
Und jetzt sind wir schon auf 25 Minuten, deshalb höre ich jetzt hier auf, bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und würde hier noch gerne für ein paar Fragen zur Verfügung stehen. Besten Dank.